Ganz herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2019. Es ist eben ein ganz spezielles Jahr, denn heute, am 1. 1. 1519, ist in der Schweiz hat sich in der Schweiz die Reformation dann ausgedehnt. Es war Huldrich Zwingli, der im Zürcher Großmünster bei Matthäus 1.1 begonnen hat und dann die Sonntage hindurch dann die Bibel, das Neue Testament fortlaufend ausgelegt hat. Also ein spezieller Tag, 500 Jahre Reformation in der Schweiz und das wollen wir natürlich feiern. Das, was in der Schweiz da geschehen ist, das baut natürlich auf dem auf, was schon ja, eineinhalb Jahre vorher in Deutschland gewesen ist. Luther, der mit seiner Reformation, mit dem Thesenanschlag, wie das zumindest gesagt wird, mit dem Thesenanschlag dann seine Reformation losgetreten hatte. Nun, man muss ja so ein bisschen sich zurückdenken, wie war die Zeit. Man hatte Angst. Die Kirche stand über allem und die Kirche machte, produzierte diese Angst auch. Angst vor der Hölle, Angst vor der Strafe, Angst vor dem Weltuntergang, Angst vor dem Versagen, das war allgegenwärtig. Gott und Jesus, das waren bedrohliche Kirchengestalten. Das war ganz anders vor 500 Jahren, als wir heute das kennen. Eine ganz schwierige Situation. Man hatte Angst, es reicht nicht. Und so wurde es auch entsprechend gepredigt. Du bist schlecht, du kannst vor Gott nicht bestehen, dir droht das Verderben, wenn du nicht tadellos lebst dann wird die Rebe nicht noch etwas erspart äh, von diesen ewigen Qualen, die du dann hast. Du musst tadellos leben, damit dir etwas reduziert wird von dem. Und in dem drin ist auch Luther aufgewachsen. Aber Gott galt als drohliche Gestalt in der Kirche. Da war nichts. Positives daran zu sehen, man musste Angst haben vor Gott. Und jetzt war da der Luther und der war auch in diesem Klima aufgewachsen. Und das Problem war für ihn, wenn in der Bibel steht oder etwas steht von der Gerechtigkeit Gottes, dann war das für ihn so, ich muss Gott gegenüber die Gerechtigkeit aufbringen. Denn wenn Gott gerecht ist, dann fordert er das auch von uns. Gott hat die Gesetze gegeben und der Mensch muss jetzt diese Gesetze halten und nur wenn er sie hält, kann er vor Gott bestehen. Und Luther merkte, das geht nicht, ich schaffe das nicht. Und es wurde ihm dann gesagt, Gott vergibt dir zwar, aber die Reue über die Sünde muss größer sein als die Lust, die du vorher hattest beim Sündigen. Und Luther probierte das, aber merkte, er schafft es einfach nicht. Es ist unmöglich für ihn, diese Gerechtigkeit erfüllen zu können. Und so erschien Gott für ihn einfach als der übermächtige Gott und die Hölle wartet auf ihn. Es schmerzte ihn, er versuchte alles, er hatte keine Chance. Luther war dann aber bereits, Theologe er war bereits am Unterrichten und hatte dann die Psalmen ausgelegt, später dann auch den Römerbrief und da ist in im Zusammenhang mit Römer 117 etwas ganz ganz wesentlich wichtig geworden. Dort ist nämlich von dieser Gerechtigkeit Gottes die Rede. Und jetzt erkannte Luther, dass dieser Genitiv Gottes eben ähm, nicht als Objekt angesehen werden muss, sondern als Subjekt. Oder das Objekt wäre die Gerechtigkeit, die er Gott gegenüber bringen muss. Die Gerechtigkeit zu Gott. So hat er es verstanden. Und jetzt hat er realisiert, dass dem ja gar nicht so ist, sondern dass da gemeint ist, es ist die Gerechtigkeit von Gott. Gerechtigkeit Gottes, also die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht er aufbringen muss, sondern eine Gerechtigkeit, die von Gott eben kommt. Also eine ganz, ganz andere Aussage. Und das war jetzt der große Durchbruch zur Reformation. Ich muss nicht eine Leistung vollbringen, damit wir das bei Gott irgendwie anerkennt ist, sondern ich schaffe es nicht, darum kann ich Buße tun bei Gott und er vergibt und die Gerechtigkeit wird mir geschenkt. Es ist eine zugerechnete Gerechtigkeit, nicht eine erarbeitete Gerechtigkeit. Es ist ein Geschenk. Und so kam es dann am 31. Oktober 1517. Zum Start der Reformation mit den 95 Thesen, die er da veröffentlicht hat. Es sind vor allem Thesen auch gegen den Ablass. Man ginge davon aus, gerade weil du gesündigt hast, musst du jetzt etwas tun gegen die Sünde. Und so hatte die katholische Kirche Geld gesammelt, faktisch für den Petersdom in Rom. Man musste Geld geben und dann werden einem Sünden erlassen. Man ist dann weniger lange im Fegefeuer drinnen. Also, man, der Zorn, der war immer da und mit dem wurde auch der entsprechende Druck gemacht. Und jetzt machte sich diese Reformation breit. Es heißt in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Luther hat also verstanden, <laughs> Solus Christus nur. Durch Jesus kommen wir in den Himmel. Es ist also nicht mein Werk, das so gut ist, dass ich bei Gott angenommen bin, sondern es ist ein Geschenk von Jesus Christus. Und das hatte jetzt für Luther dann auch für den Gemeindedienst in der Kirche ganz großen seelsorgerlichen Einfluss. Das veränderte seine ganze Verkündigung. Es ist nicht mein Verdienst, das ich gegenüber Gott geben muss, sondern es ist etwas, was Gott schenkt. Jetzt das, was Gott uns aber schenkt, muss außerhalb von uns herkommen. Wir können uns also nicht selber irgendwie etwas erarbeiten, sondern nur, weil von außerhalb etwas kommt, nämlich die Gnade Gottes. Darum kann ich da gerecht sein. Das heißt, wir haben jetzt einen Zugang zu Gott erhalten und durch diesen Zugang zu Gott, wie es im Hebräer 4.16 heißt, habe ich diesen Thron der Gnade, da fließt mir etwas zu. Aber dieser Zugang, der ist mir geschenkt worden, den kann ich nicht selber produzieren. Luther hat 1530 in seiner Osterpredigt folgendes gesagt, mit meinen Sünden habe ich den Tod bewirkt. Da hilft kein gutes Werk, keine gute Meinung. Keine Genugtuung, sie sei, wie sie wolle. Es muss etwas Fremdes kommen, das nicht mein ist und das ich in mir nicht haben kann. Also das Fremde, das ist Gott, das mir hilft. Ich selber kann das nicht aufbauen. Ich möchte das so mal ein bisschen darstellen an einem Gleichnis. Ich nehme da mal unseren schönen Zürichsee. Da ist das Wasser und das Schiff bewegt sich da auf dem Wasser. Nun, der Zürichsee hat eine ganz ganz leichte Strömung, das heißt, ein Schiff, das auf dem Wasser ist, wird da abgetrieben. Und es ist ja dann nicht nur die Strömung, die da ist, sondern zuweilen windet es auch entsprechend und der Wind bläst da. Ja, was passiert mit dem Schiff, wenn der Wind bläst und eine Strömung da ist? Das Schiff kann sich selber nicht an Ort und Stelle halten, sondern das Schiff wird abgetrieben entsprechend der Strömung. Und genau das ist das, was Luther gemerkt hat, dass er gemerkt hat, ich kann mich nicht an Ort und Stelle halten. Geht nicht, ich bringe das nicht hin. Ähm, da kann ich noch so versuchen. Das Schiff ist Teil des Wassers so quasi und wird eben mitgezogen. Man kann sich da nicht selber halten. Es braucht etwas von außen, das mich hält. Nur dann kann das Schiff an Ort und Stelle bleiben. Und was ist das, was von außen her hält? Man muss einen Anker setzen. Setze ich da jetzt mal den Anker hin. Und nur wenn jetzt das Schiff da in diesem Anker am Boden verankert ist, dann kann sich das Schiff an Ort und Stelle halten. Das heißt, auch wenn der Anker gesetzt ist, bewegt sich das Schiff sehr wohl noch. Also wellen kann es natürlich schon noch, aber insgesamt bleibt das Schiff an Ort und Stelle. Das ist das Neue, was Luther da entdeckt hat. Wir haben einen Anker. Äh, unserer Seele, der hineinreicht, hin zum Gnadenthron Gottes, wie Hebräer 6,19 das sagt. Das heißt, wenn wir uns jetzt also uns schuldig gemacht haben, dann können wir das Versagen eben bekennen und Gott vergibt wieder. Der Anker, das ist etwas, was im Boden verankert ist und dieser Boden, das ist eben Jesus Christus. Das heißt, wir sind in Christus verankert und so können wir uns an Ort und Stelle halten. Es muss aber von außen etwas kommen. Ich selber kann mir nicht helfen. Und das ist das Neue gewesen. Jetzt dieser Anker, das ist der Anker des Glaubens. Nämlich der Glaube, wenn ich zu Christus komme, bei ihm Buße tue, dann werde ich gerechtfertigt. Der Glaube macht den Unterschied aus. Der Glaube an Christus, dass ich es beschenkt bekomme und es nicht selber bewirken muss. Also, Christus ist derjenige, der von außen her kommt und mir nun etwas gibt. Und das hatte zählsorglich großen Einfluss. Denn vorher war Gott eine bedrohliche Gestalt. Und jetzt wurde für Luther Gott ein Vater. Ein Vater, der mit seinem Kind unterwegs ist. Ein Vater, der Verantwortung trägt. Ein Vater, der das Beste für das Kind haben möchte. Und so ist bei Luther Ruhe eingekehrt in seine Seele. Hoffnung ist aufgestiegen. Jetzt ist da ein Gott, der rettet ihn, aber noch mehr, er erzieht ihn nun auch. Dieser Vater trägt Verantwortung für den Sohn und jetzt wird der Sohn entwickelt. Er muss nicht so bleiben, wie er ist sondern Christus in einem bewirkt nun das Halten des Gesetzes. Das, was er gerade nicht selber konnte, da beginnt er nun zu realisieren, es ist Christus in mir, der die Gesetze erfüllt, in dem Christus Raum erhält. Und so hat er diese Botschaft als erstes dann durch Flugblätter, dann ab 1522 durch das Neue Testament, 1534 ist dann auch noch das Alte Testament dazugekommen. Weil die Buchdruckkunst Ende 15. Jahrhunderte aufgekommen ist, wurde die Bibel dann dadurch sehr, sehr rasch verbreitet. Dadurch sind dann ganze Gebiete reformiert worden. Luther wollte eigentlich ja gar keine neue Kirche gründen. Er wollte die katholische Kirche reformieren. Aber große Teile äh, hatten sich dann von der katholischen Kirche abgespalten, eine protestantische Kirche dann gemacht, aber nicht in allen Gebieten natürlich. Das bedeutet jetzt für uns: Ein Mensch kann Gott persönlich kennenlernen. Gott ist nicht mehr der Ferne, der heruntersieht mit einem drohenden Finger, sondern da gibt es eine persönliche Beziehung. Und dann geschieht noch etwas. Wenn jetzt ein Mensch so in Christus verankert ist durch den Glauben, dann wird die Person da sehen, dass es da rundherum ja noch andere Schiffe gibt, die ebenso da in Christus eben verankert sind. Und das bedeutet, der Mensch wird merken, wenn er gläubig ist, ich bin nicht alleine, sondern wir sind miteinander unterwegs. Wir können jetzt voneinander profitieren, oder was macht man, wenn da eine Welle auf einem Zukommt und die Welle wird immer größer? So, jetzt kann man von anderen Schiffen lernen, dass man eben gerade auf die Welle hingeht und nicht zeitwärts, sonst kippt das Boot. Das heißt, wir sind eben in Christus, aber für alle Menschen, die in Christus sind, gibt es jetzt eine Verbindung. Jetzt können wir gegenseitig uns unterstützen. Und es geht weiter, wir profitieren voneinander. Ja, vielleicht fällt sogar mal jemand ins Wasser. So, Hilfe, was muss ich tun? Ja, jetzt haben wir eben die gegenseitige Hilfe. Wir sind ja gerade eben nicht alleine, sondern jetzt können wir einen Rettungsring zuwerfen. Das heißt, wir sind verbunden miteinander. Wir können einander helfen. Ähm, der Gott ist nicht einfach ein Gott und ich bin alleine da und muss schauen, wie komme ich jetzt da irgendwie durch, sondern wir können einander helfen. Wir haben eine Gemeinschaft, wir sind in einer Kirche und in einer Kirche machen wir jetzt einander nicht runter, wenn jemand jetzt eben gesündigt hat, sondern wir sind füreinander da, dass wir einander stärken können. Wir sind eine Gemeinde, machen den anderen nicht klein. In Johannes 13, Vers 34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das heißt, wir geben das Erfahrene einander weiter, wir lieben einander. Warum? Weil Gott uns ja zuerst geliebt hat. Und so verbreitet sich diese Liebe, so entsteht eben die eigentliche, die eigentliche Kirche. Diesen, diese Kultur entsteht dadurch. Und noch mehr, man wird also nicht nur bekehrt, sondern jetzt gesundet der Mensch. Menschen, die durch die Sünde irgendwo gefangen sind, können frei werden. Der Mensch wird wiederhergestellt. Es geht also nicht nur darum, dass man irgendwie gerettet ist und nicht in die Hölle kommt, sondern der Mensch wird wiederhergestellt. Er wird aufgebaut. Das heißt, ein Mensch kann Freiheit erleben. Zuweilen ist ja da ein Segel dann so ein bisschen defekt. Aber jetzt wird das eben wieder zusammengesetzt, dass das Segel wieder funktionieren kann. Ähm, jetzt merkt man, wenn da andere Boote vielleicht noch herumtreiben, sagen wir, da noch mal so ein Boot, dass wir jetzt sagen können: Wir haben den Wunsch, auch anderen Menschen. Zu helfen diese Botschaft die wir also selber erlebt haben da können wir jetzt anderen davon berichten dass wir da uns verankern können und so kann es sein dass dann da einzelne andere Schiffer dann auch mit zum glauben dazu kommen und jetzt können wir uns gegenseitig so verbinden dass wir uns gegenseitig stützen und helfen können. Wir haben also einen evangelistischen Auftrag, die Botschaft, die er selber rausgegeben hat mit all den Flugblättern und so weiter. Das ist jetzt der Auftrag der Kirche, dass wir auch anderen Menschen erklären, sie können sich auch verankern ins Wasser hinein. Also, Luther hat gemerkt, es ist ein Geschenk von Gott. Jetzt hat das seelsorgerlich noch weitere Auswirkungen. Luther hat gemerkt, der Mensch bekehrt sich nicht nur aus sich selbst, sondern weil Gott ihm entgegenkommt, sondern er lebt dann auch nicht mehr aus sich selber. Es ist also nicht nur die Bekehrung, die. Durch Christus bereitgestellt wird, sondern das ganze Leben ist dann auf diesen Gott hin ausgerichtet. Ich schaue nicht mehr auf mich selbst, ich lebe auch nicht mehr für mich selbst, sondern jetzt kann ich in der Ausrichtung auf Christus hin leben. Warum? Weil ich mir meines Heils bewusst sein darf bekomme ich einen Blick für den anderen. Und so bin nicht ich nicht mehr ich einfach für mich selber da, sondern ich bin auch für den anderen da. Und damit werde ich selber weniger wichtig. Ich nehme mich nicht mehr als erstes, weil ich weiß Christus über mir, der der ist die Hauptperson. und in dem Maße, wie ich von mir wegsehen kann, wird so der Blick frei für andere. Die Sorge um das Heil, das hat ja jetzt aufgehört. Der Trost von Gott fließt zu einem. Der Trost, der eben auch jetzt seelsorgerlich gesehen immer von außen herkommt, wenn es schüttelt und es schüttelt zuweilen, ist auch der seelsorgerliche Trost eben immer von außerhalb. Es ist Christus. Und so kommt der Mensch zur Ruhe. So kann der Mensch Stürme des Lebens überleben. Ja, Vielmehr hat Gott sogar. Sich offenbart in der Bibel. Das heißt, wir haben einen Text, den wir lesen können. Gott hat es offenbart und wir können sagen, es steht geschrieben. Und jetzt ist hier dieser Trost verankert. Das ist wiederum eine Message, die von außen her kommt. Ich kann mir nicht selber irgendwie Trost zusprechen und einfach positiv denken, sondern seelsorgerlich bedeutet es, dass außerhalb, von außerhalb kommt etwas, nämlich diese Trost-Message aus der Bibel. Was mir im Sturm drinnen eben Stabilität gibt. Das ist so ein ganz wesentliches Merkmal durch die Reformation, was seelsorgerlich großen Einfluss hatte. Es sind eben nicht meine Gefühle, ob ich denke, ich bin gerettet, ob ich denke, dass Gott da ist, sondern es ist die Zusage Gottes, die mir das eben ermöglicht. Luther hat im Kommentar zu Galater 4, Vers 6 gesagt, dies ist also der Grund, warum unsere Theologie voller Gewissheit ist. Sie reißt uns von uns selbst los und stellt uns außerhalb von uns, so dass wir uns nicht auf unsere Kräfte, unser Gewissen, unsere Wahrnehmung Unseren Charakter und unsere Werke, sondern auf das verlassen, was außerhalb von uns ist. Das heißt, auf die Verheißung und die Wahrheit Gottes, die nicht trügen können. Voilà, das ist das Spezielle gewesen. Von außen kommt etwas und das gibt mir die Stabilität. Ich muss also nicht mehr selber um meine Anerkennung kämpfen. Es ist eben gerade nicht mehr meine Leistung, sondern ich bin angenommen von Gott. Ich brauche nicht mehr Selbstrechtfertigung äh, zu betreiben, damit ich vor Gott irgendwie angenommen bin. Nun, die Frage ist natürlich, warum nimmt denn Gott nicht einfach die Wellen weg im Leben? Also, wenn es doch ein liebender Gott ist, dann könnte der doch schauen, dass immer einfach alles schön Flach ist. Aber das macht Gott eben nicht. Denn durch jede Anfechtung, die da ist, durch jedes Problem, das wir erleben, erkennen wir, dass wir noch mehr angewiesen sind auf Gott. Und gerade das ist sein wunsch dass wir die bedürfnishaftigkeit erkennen dass wir immer neu wieder zu gott beten dass das ganze leben auf gott hin ausgerichtet ist und darum nimmt er die wellen nicht einfach weg sondern die wellen zeigen uns dass wir eben angewiesen sind auf gott luther hat dann gesagt in der schwierigen situation dort wo es eben wellt Dort sollen wir Gott loben. Er hat gesagt, Loben ist die beste Medizin gegen Schwermütigkeit. Warum? Weil beim Loben achten wir wieder auf jemanden außerhalb von uns. Und wenn wir ihn jetzt erheben, dann schauen wir von uns weg. Die Hilfe kommt immer von außerhalb von uns. Das ist eine grundsätzliche Erkenntnis, die eben nicht nur die, die Bekehrung betrifft, sondern die ganze Seelsorge danach aus. Und so können wir uns selber fragen, ja, sind wir so verankert in Christus? Haben wir diesen Glauben, der eben außerhalb von uns ist, diesen Glauben an Christus, ähm, der Glaube, der eben auf etwas ausgerichtet ist, was nicht aus uns selber produziert werden muss. Haben wir diesen Glauben? Oder sind wir noch ein frei schwebendes Boot, so quasi, das eben noch nicht verankert ist? Brauchen wir diese Verankerung, nur wenn man verankert ist, kann man sich an der Position selber festhalten. Und das heißt für uns, wir dürfen uns bekehren. Das heißt, dass wir überhaupt zu diesem Verband gehören, braucht es die Verankerung in Christus. Aber dann auch darüber hinaus, wenn wir gläubig sind, dass wir immer wieder durch diesen Glauben die Hilfe von außerhalb in Anspruch nehmen. Dass wir Christus vertrauen. Dass wir seinem Wort vertrauen, das er uns gegeben hat. Und dieses Wort, dieser Zuspruch, der von außen her kommt, das ist uns dann die Festigung. Und das wünsche ich dir für dein Leben. Dass das, was da in der Reformation äh, deutlich geworden ist, dass das in deinem Leben auch entsprechend umgesetzt sein kann. Dass du merkst, die Hilfe kommt von außen und da halte ich fest. Ich wünsche dir da Gottes Segen auf deinem Weg mit Christus.